Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Hyrule Warriors Terminal Edition. Jo, in der letzten Folge haben wir dieses Level hier gemacht und naja, gerade so geschafft. Ich hab's mit Impa gemacht, sieht man hier ja noch, und das war auf jeden Fall easier. Vor allen Dingen, weil Darunia eine Wasserschwäche hat und Impa nun mal mit ihrem Bigoron-Schwert doch ein bisschen Schaden raushaut. Doch, war ganz gut. Und ja, auf jeden Fall haben wir das so hingekriegt. Ja. Hier gibt's was für... Ist das Volga? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eine verheerende Trefferquest. Und die ist cool. One Hit, alles was geht, außer wir sind Two Hit. Aber wenn man einmal getroffen wird, dann ist schon mal der A-Rang verkackt. Und wenn man hier hin will, dann sollte man den A-Rang kriegen. Beziehungsweise wenn man generell die letzte Deku-Maske haben will, sollte man den A-Rang kriegen. Naja, wir brauchen theoretisch sowieso nur die hier. Hier ist auch wieder die ist auch schon wieder da. Von daher an sich kein Problem. Aber dann haben wir es endlich geschafft, die Ballade des Kronos zu bekommen. So, ich würde sagen, wir schnappen uns schnell, machen schnell mal eben dieses Level hier und holen uns eine Bombe. Denn eine verheerende Trefferquest ist jetzt nicht gerade eine Quest, die 10 Millionen Jahre dauert. Ich glaube, wir brauchen das 8-Bit-Schwert für Ganondorf, damit solche Schwerter auch ihr Bannsiegel verlieren. Oder ich muss zuerst das Master Sword freilegen. Das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Ja, an sich kann ich ruhig mal weitermachen, das Master Sword zu latzen. Sind schließlich nur 800 Gegner. Wäre zwar mit Ganondorf schneller gegangen, aber schlage ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Geht doch auch. Dim, dim, dim. Wir werden das gleich mit Sheik machen, denn Sheik ist wohl der krasseste Charakter für verheerende Treffer. Das zeige ich auch gleich warum. Aber erstmal Wart. Ja. Ich glaube, wir machen auch gleich wieder die blaue Kluft. Ich finde Lila zwar auch ganz nett, aber ich finde die blaue Kluft cooler. Passt irgendwie vor allen Dingen zum Hylia-Schild. So. 400 Feinde, ne? Das war 250. Ist auch alles wieder nachspawn die ganze Zeit. Ich renne mal da hoch. Haben wir mittlerweile ganz gut abgegrast. Nicht zum Gegner, das wäre eigentlich relativ dämlich. Müssen wir hier dran vorbei? Nein. Dann machen wir hier die restlichen. Ja, da sind wir noch. 300. Und das war's. Vor allem mit den blauen Augen von dem passt die blaue Kluft wirklich am, ich würde sagen, am besten, aber auf jeden Fall sehr gut. Die lila Kluft gibt ein bisschen Kontrast, vor allen Dingen, weil das Master Sword auch ein bisschen lila ist. Ist halt so eine Ansichtssache. Obwohl es ja extrem cool aussieht, ne? Aber es ist bei, ich sag ja, high texturiertester Link, den es gibt. A-Rank, Bombe, nice. Sind auch schon wieder 600.000 Rubine.
Können wir mal was ausgeben? Naja, gleichmäßige Leveln vielleicht. Die DLC-Charaktere nachzuleveln war auch immer so ein... Bäh. Ach, ich spare mein Geld, ist egal. Momentan kommen wir damit ja noch ganz gut klar. So. So. Pong. So, jetzt mal im Ernst. Es ist Wolga, ne? Verheerende Treffer mit Wolga? Könnte möglich sein. Ja, können wir mit Wolga machen. Klar, warum nicht? Ich hab zwar nur seine Standardwaffe, aber ist ja eh alles One-Hit. Ja, die Waffen kriegt man aber Master Quest und Master Quest habe ich noch gar nicht gemacht. Aber ich habe sie schon angefangen, dementsprechend kann ich es auch nicht mehr wirklich als Hyrule Warriors Master Quest Edition machen. Leider. Leider. So. Siege 20 feindliche Hauptleute. Zeit lassen und warte mal, welcher war noch mit der Range Hit? Na komm. Das nicht. Das war gut, ja. Es gibt noch bessere, aber der ist. Also noch bessere nicht, aber das. Sowas ist halt auch genial, aber die Combo halt, ne? Wieder doch die große Chance, einfach mal ja, Sack zu bekommen. Ups. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, wenn ich weit genug fliege, kann ich wieder was treffen. Na, 1, 2, 3, 4. Zack. Mehr als einer? Nein. 1, 2. 1, 2. Okay, reicht. Hier ist keiner mehr. Komm weg. Ja doch, da käme wieder einer. So. Wie viel noch? Weiß nicht, ich glaube, wir haben 5 geletzt oder so. Eigentlich muss man nur durchrennen und aufpassen, dass man nichts abkriegt. Aber das musst du erstmal aufpassen. Da musst du erstmal hinkriegen. 1, 2. Kurana schon wieder. Fernangreifer, das wird jetzt, das wird ein Spaß. So. Ich weiß, da war noch einer, aber macht ja nichts. So, noch 10 Feinde. Einen geschafft, den zweiten auch. Ist mal wieder weg. Einfach mal random von einem Bockbling getroffen werden und schon bis am Arsch. Das ist schon nicht witzig. Oh, das war ein Transportfilter. Oh, nice. Und... 5 Feinde.
2. Und geschafft. Nice! Hoffentlich haben wir zeittechnisch den A-Rank bekommen. Weil hier ist halt nur Schaden und Zeit. Gegner besiegt ist hier ja egal. Ja, wir haben den A-Rank. Nice. Und fertig. Ich sehe gerade mal wieder auf dem Gamepad angezeigt, wie viele Gegner ich noch brauche. Ja, da gucke ich nie drauf. Ich zock zwar mit dem Gamepad, aber ich gucke da nie drauf. Und wir haben die nächste Deku-Maske weg. So, die können wir ja gleich einsetzen. So, hier geht's lediglich mit einem C-Rang weiter. Rutus 8-Bit-Waffe. Rutus 8-Bit-Waffe war... Ich hab's vergessen. Der Kompass? Irgendwie sowas. So, hier gibt's auf jeden Fall die Ballade des Kronos und das nächste Outfit. Das muss man mit Pyroma machen. Aber hier sind sowieso keine Feinde. Brauchen wir eine Zora-Maske? Ach du Kacke! Ja, soviel zum Thema Ballade des Kronos Farmen, ne? Oh Gott, ja gut, wir haben noch genug Zeit. Hoffentlich ist es im Garonen, im Gerolen-Gebiet ein bisschen leichter, es zu bekommen. Oh Gott. Ja, dann sollte ich nicht, dann sollte ich keine Zeit verschwenden, ne? Ich wollte jetzt... Na, wir haben noch 57 Runden. Ich will aber nicht, dass die Zeit resettet, dann ist alles wieder für den Arsch. Also nicht für den Arsch, aber zumindest alles wieder weg. Die Gebiete kann man dann zwar mit dem C-Rang alle durchspielen, aber... Hier war noch was für Sia. Warum habe ich das mit Sia gemacht? Ach so, weil ich nicht musste. Wir haben immer noch eine Deko-Maske, die können wir hier oder dort benutzen. Die 8-Bit-Waffe für Darun, ja, das war ja Essen, ne? Diese komische Keule. Müssen wir das Level an sich... Ne, das Level müssten wir sowieso nochmal machen. Oder dann hätten wir auch wieder eine Deko-Maske. Gut. Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir mal ein Eulen-Level, ne? K.O.-Wettstreit. Und gemeinsam gegen den Feind. Was ist denn die Priorität? Die Priorität wäre, glaube ich, erstmal einen Giganten zu bekommen, ne? Aber an sich würde ich sowieso das Ganze, die ganzen verlorenen Sümpfe so weit wie geht durchmachen. Hier geht es natürlich nicht weiter jetzt. Von daher... Ach, was soll das? Lass uns das Outfit nochmal durchmachen, oder? Onscreen das Outfit sammeln? Weiß ich nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Level, ne? Für Jirahim was... Brauchen wir auch wieder eine Bombe. Guck mal, die Bombe ist gleich wieder da. Krass. Ich kann ja Zeit vertrödeln, wir haben ja hier... War ja wieder eine kurze Runde. So, also
Am einfachsten ist auf jeden Fall hier schon mal die Dekomaske zu benutzen, denn wenn wir das geschafft haben, können wir dann wieder eine weitere Dekomaske bekommen. Mit wem haben wir gerade gespielt? Mit Volga. Volga gerade mit der Dekomaske, alles klar. So, auch nur ein C-Rang, um das Level frei zu spielen. Ja, dieses Level halt nochmal machen, besiegt das Riesenmonster im Wald. War das immer was begrenzt? Nee. Gut. Also, dann werde ich offscreen dieses Level machen. Wahrscheinlich nicht mit Jiraim, denn Jiraim ist, weiß ich nicht, nicht mein Spielstil. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Deko-Maske und können Erunias 8-Bit-Waffe bei Bedarf zusammen sammeln. Und ja, dann haben wir die nächste Deko-Maske und können dann das Level in Angriff nehmen. Aber in der nächsten Folge werden wir dann, weiß ich nicht, wir haben ein bisschen Auswahl. Können wir dann, kann ich mir dann ja bis zur nächsten Folge noch überlegen. Ja gut, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like lassen. Und wenn ihr nichts von Hyrule Warriors Terminal Edition verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Bayjim. Bis dann.